Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt The Last Woman. Ja, was kann man zu dem Projekt sagen? Es ist ein bisschen so aufgebaut wie Final Fantasy, weil es das Square Enix produziert hat, also entwickelt. Ich habe schon ein bisschen umgespielt, dass ich mal ein bisschen die Steuerung gewohnt bin. Weil ich es ja mit meinem Gamepad spiele. Und ja, dann würde ich sagen, neues Spiel. Also so wie... Okay. So wie ich es auf YouTube oft einmal mitbekommen habe, ist das Spiel wirklich super. Und ich würde eigentlich auch so viel sagen, wie es geht. Also ein bisschen Erfahrung habe ich wohl vom Spielsystem wohl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach diesem kleinen Intro gleich wieder. Ich hoffe, dass der Ingame-Sound und das alles passt. Da hat man schon mal das kleine Vorschau gesehen. Komm. Also wie, es ist so aufgebaut wie Final Fantasy X, dass jeder einmal
pro Runde trunken. Aber in dem Fall sind wir da in Divisionen aufgeteilt. Wie man jetzt ja links unten sehen kann, Division 1 bis Division 5. Moment. So. Also sprich, ein bisschen Erfahrung habe ich schon von dem Spiel gesammelt. Es ist wirklich ein geiles, geiles Spiel, das muss man wirklich sagen. So, Moment, funktioniert jetzt gerade was nicht. Okay, ja, normaler Angriff mit den ausgerüsteten Waffen. Man bekommt sowas im späteren Spielverlauf noch stärkere Waffen. Aber dazu sage ich erst einmal in den nächsten Parts ein bisschen mehr. So, mit mystischen Künsten, natürlich mit Magie, sprich, wie soll das jetzt gerade am Anfang erklären? Kann man eigentlich eh nicht da mit Kampfkünsten, die was Final Fantasy gespielt haben, wissen eh wie das gemeint ist und improvisiert, gibt allen Einheiten Handlungsfreiheit. Also das ist dann auch ein Zufall, ob sie normal umgreifen mit Magie oder mit Kampfkünsten. Jetzt auch ganz kurz einmal das mit den mystischen Künsten. Natürlich gibt es da unterschiedliche Gegner, Divisionen als Ziel nehmen. Beispielsweise jetzt nehme ich gerade das da. Funker oder Beinspalter, je nachdem. So, Beinspalter wären natürlich jetzt bei den Kampfkünsten und mythischen Künsten Funker. So. Das lassen wir doch. Gut, der erste Kampf, ja, soll ich gerade ein bisschen in die Steuerung einfügen. So, Moment. Ob man den ersten Kampf gewinnt oder verliert, ist im Prinzip eigentlich nicht wichtig. Dadurch, dass Selei ein kleines Tutorial ist. Ja, das seht ihr gerade, dass das ziemlich schnell geht. Warum? Weiß jetzt gerade selber nicht, aber ja. Man kann das natürlich wohl einstellen, ob das jetzt schnell gehen soll oder langsam. Ja, natürlich gibt es da mehrere Möglichkeiten von Blockaden bis zu Flankenangriffen und Überraschungsangriffen oder Verstärkung. Aber das werden wir im späteren Spielverlauf eh noch sehen. So, der Gaubrückfeuer, das ist so wie eine Spezialattacke, das was man nach einer gewissen Zeit automatisch sowieso einsetzen können. Man sollte es übrigens man sollte es so oft einsetzen wie es geht, weil es echt an manchen Stellen des Spiels echt oft nützlich ist. So, es ist wohl soweit, was? Alle Einheiten zieht euch zurück. Alle Nachzügler werden von der Explosion erwischt. Hä? Was macht Emma da? Sie ist zu nah dran. Die Abschusssequenz des Gaubolk ist vollständig. Nicht einmal Lord David kann ihn nun stoppen. Das ist ja jetzt die Waffe, die was man am Anfang des Intros gerade gesehen hat. Also wie gesagt, man sollte solche Spezialattacken im späteren Spielverlauf recht oft einsetzen. Und dadurch, dass der Kampf jetzt beispielsweise Anfänger ist, ja. Ich erkläre es eng später. You.
That's what I should be asking you. Wait, hold on. Is that you, Blockta? I'm fine. I can see a light in the distance. That should be the way out. Hey! Wait up, lady. What's going on? The Gay Bulg blew a hole in the ground, and now we're in this cave. Anything else obvious you'd like pointed out? Cave? At least the exit isn't far. Hey, wait! Listen to me! Hey! I'll hear whatever you have to say once we get out of here. Your story better be good, spy. What do you mean, spy? Think about it, genius. Why else would you be on a battlefield? What are you talking about? I'm just looking for my sister, Arena. Arena? What's your name? Me? Rush! Rush Sykes! Rush Sykes? Ow. So you're looking for your sister? What happened to her? Speak! From this island called Yulin.
Ja, also was ich jetzt noch sagen wollte, bevor die Ding kam, ist die Videosequenz, die sehr ziemlich lange gedauert hat. Das Spiel beinhaltet auch Artefakte, die was man im Spiel finden kann. Drei haben wir eh schon gesehen, das von David, das die komische Waffe da. Von Wash, den Talisman, der was ihn hin und wieder kurz beschützt. Und bei dem Video, das fliegende Viech, das ist auch Artefakt, ja, ich tue gerade ein bisschen spoilern, aber ja. Jetzt, okay, Moment. Ah, das ist nicht. Ich will speichern. Naja. Ich hoffe, dass ich jetzt bald speichern kann. Ja, ja, komm. Das ist ein Entschuldigung. Das ist ein auch Artefakte, wo es unterschiedliche Items beinhalten. Jetzt in dem Fall ein Breitschwert. Jetzt in dem Fall nehme ich das auch an. So. So. Ich hoffe, dass jetzt dann auch ein... Jetzt ins Menü gehen. Ja, es geht doch. So, in dem Fall gehen wir jetzt natürlich da bei der Einstellung für den Fall, dass es jetzt noch zu laut war, in dem ersten Part noch... ja, die Lautstärke in der Musik und den ganzen anderen Blödsinn. So, Moment. Ja, ich bin die Steuerung nicht mehr gewohnt. So, Inventar. Gruppenmitglieder, natürlich kommen auch neue Gruppenmitglieder einladen, aber das können wir sowieso später im Spiel. Und die Ausrüstung, ja, das können wir sowieso erst sobald wir die erste Stadt erreichen. So, so natürlich können wir jetzt mal speichern. Also seht ihr gerade, die haben schon ein bisschen versucht umzuspielen, dass sie auch geschaut haben, ob das alles passt wegen der Schnelligkeit und das alles. Das sind halt übrigens noch, Entschuldigung, das sind übrigens noch alte Speicherstände. Und das, was ich jetzt da gerade gesehen habe, sind von meinem Bruder Herz die Speicherspielstände. So. Ja, hat es halt nochmal gespeichert, okay. Okay, dann werde ich an der Stelle wie üblich einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play The Last Beamant wieder und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.